Hallo und willkommen. Da sind wir wieder mit diesem Spiel. Sharon als, was ist es? Pre-Alpha? Alpha? Es ist zum Development die Snapshot, wie auch immer man es nennen will. Demo. Es ist eine Demo. Es ist Demo, okay. Demo. Offizielle Demo, sehr gut. Ja, und dann schauen wir mal rein. Wir sind hier wieder in der Mecha-Welt. Ich habe jetzt noch irgendwie so gar keine Infos zu dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst, willst, darfst, möchtest, musst. Ich muss, ich habe einen Vertrag mit Sorata abgeschlossen. Ja. Ich kriege jetzt 20 Euro, wenn ich sage, das Spiel gut ist. Deswegen, nein, wir haben... Das müsstest du, wenn, dann hinterher sagen. Aber nur so ein Tipp. Ich habe damals ältere Versionen gespielt. Das ist jetzt schon lange her. Ich habe einige Versionen habe ich ausgelassen. Und bin deswegen mal gespannt, wie es jetzt sich spielt. Aber du spielst ja, ich gucke ja nur zu. Ich bin so nur der... ein bisschen... Ich tue mein Bestes, mich durch die Menüs zu finden und was auch immer so passieren wird. Und das ist kein Problem. Menüpunkte, aber da ist ja viel gewissenhafter als ich. Da stehen 1000 Erklärungen, was du wie machen kannst. Das ist viel Spaß. Wir werden es erleben. Wir können nichts fortsetzen, weil wir noch nichts angefangen haben. Also fangen wir was Neues an. Oh, wir können ein Intro anschauen. Das überspringen wir Quatsch, ne? Für mich schon, für dich vielleicht nicht. Aber da du ja keine Rolle spielst, gucken wir es uns an. Machst du die Vertonung oder soll ich die Vertonung machen? Mach du mal ruhig, nicht, dass ich hier Verzögerungen drin habe. Das ist dann doof. Ja, du bist halt ein bisschen langsam. Dies ist eine Geschichte über vergessene Helden. Von langer, langer Zeit wurde die Schöpfung vom großen Abgrund entzweit. Der sagt mir noch nichts. In der oberen Welt herrschte Frieden, denn die Götter selbst geboten über die Menschen und leiteten sie an. Doch eines schicksalhaften Tages entstieg der Finstere den Tiefen des Abgrunds und entfesselte die Legionen der Unterwelt, um die Menschen zu unterwerfen. Allein die Diener der Götter zeigten sich in der Lage, es mit dem Bösen aufzunehmen. Sind die Diener jetzt per se alle Menschen, oder? Also in dem Fall, die Diener der Götter sind in dem Fall hier die Ordenskrieger. Aber es sind Menschen. Ja. Sehr gut. Es lag nun an ihnen, die göttliche Ordnung zu verteidigen. Die Götter machen noch nichts selber, ne? Ja, natürlich nicht Götter. Die Götter müssen immer ihre Händchen vorschicken. Ja, die haben die Macht, aber keinen Bock. Unsere Geschichte beginnt in der oberen Welt in Zitan, ein Land, das noch unbehelligt von den Flammen des Krieges war. Scheiße, jetzt hätte ich mir die Landkarte vielleicht mal besser angucken sollen. Ich habe noch gesehen, dass es in der Mitte war, aber... Du siehst die Weltkarte gleich noch, keine Angst. Sehr gut. Erzählen sich Geheimnisse, hä? Ja, das dürfen wir nicht hören. Drei Dir! Wie sieht's aus? Der weitere Weg scheint sicher zu sein. Wir müssten schon bald die Grenze nach Zitan überquert haben. Endlich. Ich habe gerade gestockt, weil er eine Note über dem Kopf hat. Ich habe gedacht, singt er das jetzt? Endlich! Ja, weiß man nicht. Ja, wir dürften noch vor Einbruch der Nacht im Dorf am Fuße des Berges ankommen. Gib bitte den anderen Bescheid, dass wir aufbrechen. Sehr wohl. Ah, der... Alter, ich kann mir keine Namen merken. Jetzt habe ich den schon wieder vergessen. Der andere, das ist ja wohl der Chef. Der Raydier. Genau. Der Raydier. Der Schrein befindet sich in der Nähe. Vergesst nicht, dass wir dort noch etwas zu erledigen haben. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Tja, immerhin. Mindestens einer. Ordensritter Eduard, hättet ihr je damit gerechnet, dass wir es wirklich mal ins Land der Götter schaffen? Muss wohl eine göttliche Fügung sein.
Das verstehe ich nicht, wieso der eine Note hat. Unsere da Alexander, stell dich mal nicht so an. Carol? Carol? Ja, hab ich gerade auch überlegt. Ist ja männlich, also Carol, keine Ahnung. Denken wir Carol, ne? Ja. Nicht jeder von uns ist bisher groß herumgekommen. Ich kann Eduard da schon verstehen. Schnatter nicht so viel, genau. Was ist das für eine Disziplin? Spiel dich mal nicht so auf, Sai. Ist das so der Second in Command, oder? Das heißt ein Hauptmann. Mhm. Aber der andere ist, glaube ich, ein General, deswegen. Der Raidir. Raidir. Männer, jawohl! Keine Streitereien jetzt. Das gilt besonders für dich, Sai. Der hat aber schon ein paar Kämpfe gesehen, ne? Ja. Mit Verlaub, General ist er. Raidir. Sind wir schon da? So ist es. Auf dieser Anhöhe befindet sich der Schrein der Einheit. Folgt mir bitte. Sei, ihr bewacht den Zugang zum Schrein, solange wir dort sind. Ist das nicht ein wenig übertrieben? Alter, Befehle werden einfach befolgt. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Immerhin befinden wir uns noch im Grenzgebiet. Zu Befehl. Vernünftig. So möchte man das hören. So will man das hören, genau. Was wollt ihr da oben eigentlich? Das will man nicht hören. Das geht dich gar nichts an. Tja, wir richten ein Gebet an die Götter. Du weißt schon, für die Gunst auf gutes Gelingen unserer Reise. Oh, das sind ja ganz neue Töne von dir. Ist der nicht so dicke mit den Göttern, oder? Ich richte mich nur nach den Wünschen unseres Begleiters. Na, wenn das so ist. Viel Spaß beim Beten. Mal sind sie voll ernst, mal voll nicht. Ja. Ich kann doch nicht so ganz einschätzen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Ob das so Kumpels sind, die sich gerne mal einen dummen Spruch an den Kopf hauen, oder... Also Sai und Radio sind die besten Freunde. Weil er nimmt sich schon einiges raus, ne? Das Sai. Ja, ja gut, die sind wie gesagt beste Freunde, aber der Radio steht halt trotzdem über ihm, ne? Deswegen müssen sie das wahrscheinlich so ein bisschen... vortäuschen. Einfach. Als gäbe es da eine Kommando-Hierarchie. Genau. Ich muss zugeben, dass ihr eure Rolle erstaunlich gut spielt. Es spielt eine Rolle. Es ist wirklich nicht einfach, diese Gestalt so lange aufrechtzuerhalten. Und ihr seid sicher, dass niemand Verdacht schöpft. Da gibt es keinen Grund zur Sorge. Meine Männer sind treu und stellen keine Fragen. Naja, zumindest fast keine. Die Zeit des Fragestellens ist sowieso bald vorbei. Heute holen wir uns die Antwort, die diese Welt verändern wird. Ist es eigentlich, gibt es da einen Teil vorher irgendwie, wo schon irgendwas passiert ist, was man irgendwie wissen sollte, oder? Sharon, das Einzige, was ich erzählen kann, ist, dass Sharon Cedar Chronicles ursprünglich als Sharon 2 geplant war, weil es gibt einen Teil 1 tatsächlich, aber der spielt erst später, das ist also die Vorgeschichte hier. Okay. Und deswegen hat er sich dazu entschlossen, die 2 wegzurationalisieren und das Ding einfach als... Okay, also Prequel. Genau. Das Arcanum. Kaum zu fassen, dass es dem Zahn der Zeit widersteht. Dabei wurde das hier vor über 300 Jahren errichtet. Die Menschen sagen, es ist ein Zeichen der göttlichen Allmacht. Also die Fackeln brennen auch noch. Ist ja wohl kein Mensch, wenn er von den Menschen spricht. Aber wir beide wissen, dass da etwas Greifbares hinter den Arcana steckt. Könnt ihr die Macht des Schwertes wirklich mit Hilfe des Arcanums wiederherstellen? Davon gehe ich aus. Diese Klinge muss mit magischer Energie gespeist werden und das Arcanum erzeugt immer eine unglaubliche Menge davon. Die Farbkodierung? Weiß ich noch nicht. Alles Magische ist blau und alles Wichtige ist rot. Ah, okay. Dann gehen wir es an. Das Schwert, das funktioniert tatsächlich. Das heißt, er macht mit und glaubt gar nicht dran, der ist ja gut. Sein Hunger ist überwältigend. Alles in Ordnung, was ist passiert? Andersrum, alles in Ordnung, was ist passiert? Keine Sorge, ich konnte das Schwert gerade noch bändigen. Sind seine Kräfte denn schon vollständig wiederhergestellt? Bei einem solch gewaltigen Absorptionspotenzial unwahrscheinlich.
Diese Menge magischer Energie sollte aber zumindest schon fast ausreichen, um damit einen Gott töten zu können. Knapp daneben ist auch vorbei. Fast ausreichen. Hoffen wir, dass ihr recht behaltet. Es sammeln sich dunkle Energien im Arcanum. Ich habe da eine böse Vorahnung. Rotes Licht, das hat bestimmt überhaupt nichts Negatives zu bedeuten. Ich glaube, dass da irgendwelche Blutgefäße aus dem Boden wachsen, hat eher was nicht Gutes zu bedeuten. Es wurde von Obscurus korrumpiert. Wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Jetzt regnet es auch noch. Wie lange braucht 3D denn noch? So ein Vater unser dort, ein paar Minuten. Ja. Was war denn das? Das muss vom Schrein der Einheit gekommen sein. Dämonen! So, dann können wir mal einen Kampf antriggern hier. Nein, können wir nicht. Das ist nicht gut. Was haben Dämonen hier zu suchen? Sie haben Alexander erwischt. Nicht Alexander. Das war einer von den Orden, Eduard und Alexander, ne? Das waren doch beides Ordensritter. Steht genau, doch da. Genau, der Karol und der Eduard, die waren ja mit dem zusammen. Der Alexander war doch der Einzige mit der Note über dem Kopf, glaube ich. Und der hat direkt ins Gras gebissen. Lieber kämpfen lernen sollen statt singen. Ja. Was machen wir jetzt? Die anderen wurden bestimmt auch überfallen. Zuerst unseren Auftrag im Blick behalten, Brüder. Wir müssen sofort Redia und den Gesandten zur Hilfe eilen. Also los, zum Schreien! Sie joggen dahin, sie schreiten zur Arbeit. Das sieht gar nicht gut aus, sie haben uns anscheinend völlig überrumpelt. Da sind ein paar mehr, ne? Nutzen wir die Gelegenheit und stoßen zum Schrein vor. Los! Mit anderen Worten, lasst uns wegrennen! Lassen wir sie zurück! Dämonenprinz! Haha, wer hätte gedacht, dass diese vielgelobten Ordensritter am Ende doch nur armselige Schwächlinge sind? Sei genau richtig! Beschützt du den Gesandten, wir kümmern uns um den hier. Danke, Männer. Mund auch ganz schön voll, ja? Ganz große Worte, Mensch. Dann zeigt mal, was ihr gegen mich ausrichten könnt. Eduard, Karol, nein. Verflucht, das wirst du büßen. Die Kämpfe wurden aus dem Prolog rausgenommen, sehe ich jetzt gerade. Das ist doch. Weil eigentlich hat man bis hierhin schon ein paar Mal gekämpft. Das heißt, es wurde sich dazu entschieden, die Kämpfe rauszunehmen. Sei, bist du verletzt. Mir geht es gut, aber die anderen... Verdammt. Was sind deine Befehle? Jetzt wird er plötzlich professionell, ja? Was? Auch ein unbekannter 3-Fragezeichen. Ausgerechnet jetzt. Hör mir bitte zu, ich kann das alles erklären. Wir müssen nur... kämpfen. Bist du offscreen zu Brei geprügelt worden? Was kannst du eigentlich? Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil der Oberdämon-Typ wieder aufgestanden ist, dann kam er an, dann war irgendwas passiert, was man nicht so ganz... was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber offensichtlich habe ich auf die Fresse gekriegt. Sehr schön. So hätte das alles gar nicht ablaufen sollen, Sai. Wir beide haben immer für eine bessere Welt gekämpft. Vielleicht hätte ich dich einweihen sollen. Ich wüsste gerne, wie du dazu gestanden hättest. Ja, hättest du mal gefragt, aber. Ja. Nun bleibt mir nur noch die Umsetzung meines Plans. Ich will nichts bereuen müssen. Es lebt er jetzt eigentlich noch, oder? Ja, sieht so aus. Ist ja Protagonist, der Sai. Deswegen wird er wohl noch leben. Das weiß ich ja nicht an der Stelle. Leb wohl, mein Freund. Ein paar Änderungen gibt es aber schon.
Vergleich zur alten Version, die ich kenne. Oh nein, der Ärmste. Überall nur Blut und Gemetzel. Ich muss das Dorf warnen. Genau, lass mich liegen. Was? Ach du Schande, der lebt ja noch. Okay, also ich war scheintot. Also ich war fast tot. Sehr gut. Noch 2 HP oder so. Ja, downstate. Downstate, genau. Der Angriff. Genau. Ja, was jetzt da so in der Szene passiert ist, bevor dann irgendwie halb totgeschlagen wurde, das ist ein bisschen, weiß ich, vielleicht ein bisschen unklar, ne? Na, es war ja so, dass dass vieles rausgeschnitten wurde. Also vorher waren da mehr Kämpfe im Spiel, man hat auch gegen den Dämonenprinzen gekämpft und dann hat man ihn halt besiegt gehabt und dann ist er wieder aufgestanden und dann war das alles ein bisschen deutlicher. Jetzt ist alles so mit vielen Fadeouts gemacht und so weiter und so. Naja, er steht halt auf und kommt an und dann ist irgendwie, verschwinden ein paar Leute und weil wenn er jetzt, also was ist jetzt mit dem, wenn er mich jetzt umgehauen hat, ja, dann hätte er ja die anderen auch noch alle umhauen können. Also wenn er nicht besiegt wurde, hätte er ja jetzt alle finishen können, wollte er ja eigentlich auch, ne? Deswegen ist so ein bisschen die Frage, wieso haut er einen fast tot und haut dann ab, ne? Wieso macht er nicht ganz tot oder haut sie alle um? Das ist so ein bisschen unklar an der Stelle. So hätte das alles gar nicht ablaufen sollen. Ich erinnere mich, wir wurden von Dämonen überfallen. Sie haben alle... getötet. Verzeih mir. Ich war nicht stark genug. Er hat einfach den klassischen Fehler gemacht und seinem Gegner den Rücken zugekehrt. Ja, mit wem hat er jetzt eigentlich geredet? Habe ich es überhaupt noch verdient, diese Rüstung zu tragen? Ich glaube, er hat sich selbst erzählt. Die Dämonen haben unsere Truppe ohne große Mühe zerschlagen und jetzt werden sie bestimmt... Nein, es ist meine Pflicht, als Ordensritter weiterzumachen. Das bin ich ihnen schuldig. Vor allem hat er so ein rechts so ein Loch in die Wand gehauen. Guck mal neben dem Bett. Dieser Riss, der war vorher nicht da. Ja. Ich muss herausfinden, wo ich hier bin und was passiert ist. Wurde ich etwa ins Dorf nahe des Schreins gebracht? Hoffentlich sind die Bewohner noch in Sicherheit. Erkunden und entdecken. Vielzahlgeheimnis ist eine Bewegung mit Cursor gelöt. Sprinten mit Cursor gelöt und S. Okay. Ein Geheimnis wurde entdeckt. Ausrufezeichen. Untersuchung Umgebung mit C. Enter. Oder mit Enter, was dir lieber ist. Ich benutze lieber Enter, weil dann kann ich mit der Pfeiltaste mit der rechten Hand steuern und dann auch die Enter-Taste mit bestätigen. Sprinten würde ich halt gerne mit Shift, aber... Ja, ist kein Wunschkonzert hier. Das ist wahrscheinlich so ein Speicherkristall-Ding, oder? Würde ich sagen. Muss erstmal vor Pixel mich umgewöhnt, dass er jetzt ein ganzes Kästchen geht. An solchen grünen Speicherkristallen kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Also Sorata, hast gehört? Pixel-Movement. Ja, ist halt eine Gewöhnungssache nur, ne? Ich hätte die ganze Zeit gepixel-moved habe, weil ich es halt gewohnt, dass er nicht so weit geht, wenn ich einmal drauf drücke. Ja. Okay. Ich wähle den Slot aus. Ich dachte, ich gebe einen Titel oder so, aber der speichert den Spielstand, ja. Ist ja sonst auch so. Da leuchtet gelöt. Katsching. 85 Cent. Da liegt Gebrösel. Das hast du aus der Wand geklopft, du alter Irrer. Ich hab's aber da oben aus der Wand geklopft. Ich muss echt, dass ich jetzt ein Kästchen, ich drück die Taste dann zu oft oder zu lange und dann geht da gleich ein Kästchen weiter, das ist ein bisschen... Erstmal gucken, ob keiner guckt und dann die Sachen klauen, ne? Nee, er schüttelt den Kopf. Viermal Kraftwasser, sehr schön. Was habe ich eigentlich, Inventar, wie ist denn das, kann man das eigentlich... mit entweder so. Nummernblock 0 am besten oder Escape. Genau. 550 LP wieder her. Okay. Ausgerüstet sind wir mit nix. Schwert, Ordensschild, Ordensrüstung. Ziemlich mitgenommen aus. Ah, da sind der Schild auch, guck mal, sind so Risse drin. Genau, da links sind die Werte. Ah, da gibt es auch die Aufgaben. H
HF-Hauptquest wahrscheinlich. Und dann haben wir eine Truppe unterwegs und den Gesandten. Ja, gut, das haben wir erlebt. Genau. Finde heraus, wie die aktuelle Lage aussieht. Sehr schön. Klauen wir noch ein bisschen Zeug? Nee. Unten das Fass, da ist bestimmt was drin. Steht da unten so bedeutungsvoll rum. Juhu! Zauberwasser, aber nur eins. Ja, voll schlecht. Ich habe ja 4 Wasser gefunden, ne? Ich sag's nur. Ja, du bist schon viel besser als ich, deutlich. Ja. Merkt man sofort. Das denke ich allerdings auch. Bin ich schon so weit? Weiß ich nicht. Bin ich schon so weit? Eigentlich weiß ich nicht. Das habe ich alles durchsucht hier. Das ist auch nix. Er will die Vasen nicht zerschmettern. Hat er keinen Bock drauf. Hm. Dann bist du soweit. Jawohl! Ganze Versammlung her. Wann werden wir endlich in Sicherheit gebracht? Wir haben schon lange genug gewartet. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Sind alle so vernarrt, hä? Ja gut, so in der Führerin, okay. Wir können leider immer nur eine Kutsche auf einmal zum Versteck eskortieren. Aber ich versichere euch, dass ihr in der nächsten Kutsche sitzen werdet. Den Göttern sei Dank, wir dachten schon, ihr würdet gar nicht mehr aufwachen. Da hat sich unser Heiler wohl umsonst Gedanken gemacht. Oder er hat einfach seinen Job gemacht. Nur eine Kutsche zur Zeit zum Versteck eskortieren. Warum? Ich meine, ob es jetzt mehrere Dinger sind oder nicht? Ich meine, mehrere Gefährte fallen eher auf, ja, werden eher bemerkt vielleicht. Mhm. Aber mehrere Gefährte kannst du auch besser sichern als eins. Ja, weil du zu Notfall einfach mehr Leute hast, die im Zweifelsfall mit draufhauen können. Ne? Mhm. Verzeiht, aber müsste ich euch kennen? Ah, natürlich. Wo sind denn nur meine Manieren? Mein Name ist Shaya? Shaya, würde ich auch sagen, ja. Und ich befehlige die in Arad stationierten Söldner. Ich bin also in Arad. Dann hatte ich recht, ich bin im Grenzdorf nahe des Schreins gelandet. So ist es. Wir haben euch vor 3 Tagen schwer verletzt in der Nähe des Dorfes gefunden. Kurz darauf griffen uns Dämonen an. Wir konnten gerade noch so einen Widerstandsposten errichten. Heißt das, ihr wehrt seit mehreren Tagen den Feind ab? Warum evakuiert ihr nicht einfach das Dorf? Das wollen sie doch gerade. Unter diesen Umständen bleibt uns leider keine andere Wahl, als die Bewohner nach und nach in Sicherheit zu bringen. Das verstehe ich nicht so ganz, warum... Zumal ja auch, wenn du eine Söldnertruppe hast, die weg eskortiert, fehlen die ja in der Verteidigung in dem Moment, ne? Also, weiß ich nicht, das ist mir nicht so ganz klar, warum die nicht einfach alle auf einmal eskortieren, also wegbringen. Glaube ich, irgendwie logischer. In der Zwischenzeit werden meine Männer und ich Arad bis zum Ende verteidigen. Die Dämonen dürfen keinen Fuß fassen. Da gibt es ja in den anderen Teilen des Landes gibt es ja schon Krieg, das heißt, da sind die Dämonen schon. Genau, das ist jetzt sozusagen der einzige Punkt hier im Land oder in der Welt oder wie auch immer, wo eben noch kein Krieg angekommen ist, sozusagen. Ja, wegen Fußfassen klingt so, als würden sie gerade erst ankommen, aber es ist ja eigentlich nur dann in dem Landesteil. Das ist Irrsinn, wollt ihr etwa eure Leben so einfach wegwerfen? Das wollte er doch auch. Ist auch im Orden gegangen. Ihr müsst den Orden um Hilfe bitten. Hat ja gut funktioniert, den Orden zu benutzen. Ja, wir haben es ja voll gebracht, ne? Versteht doch, von hier aus könnte der Feind ganz Zetan mit Krieg überziehen. Außerdem habe ich schon Kuriere entsendet. Doch bis die Verstärkung des Ordens eingetroffen ist, müssen wir nun einmal ausharren. Ja gut, es gibt keine Züge und keine Autos oder so, ne? Dauert schon ein bisschen, bis die dann da sind. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ihr uns im Kampf beistehen könntet. Lässt er sich bitten, ne? Dann werden wir zusammen unser Möglichstes tun, um den Angriff auf Arad abzuwehren. Sie singt auch wieder. Ich danke euch, mit eurer Hilfe können wir es sicher schaffen. Ich singe hier aber nicht. Och, und wie lautet euer Plan? Das sollten wir nicht hier besprechen. Herr... Nennen Sie mich Mr. Smith. Verzeihung, mein Name ist Sai. Fast. Also gut, Herr Sai, wir werden euch auf Arads Nordeingang erwarten. Aber bitte lasst euch nicht zu viel Zeit. Okay. Dann mal los. Das ist jetzt sowas, das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen bei den Boxen, so wie hier jetzt. Da kommt eine Box, wo die Punkte nur drin sind und die klickst du weg und dann kommt die nächste Box mit Punkten. Ich weiß nicht, ob man die erste Box dann wirklich braucht, ja, weil das ist halt wieder einmal mehr in Geklicke und... Oder wahlweise beim zweiten Mal die Punkte weglassen, ne? Ja. Ist jetzt aber auch nicht so kritisch. Kann ich nicht lesen. Na, das ist natürlich... Kann ich eigentlich klauen, wenn die alle zugucken, oder? Ja. Du bist Ordenskrieger, du darfst nicht nehmen, was du willst. Kühlbären.
erstmal alles klauen. Wenn ich mit denen rede und die mag, dann kann ich danach nicht mehr klauen. Muss ich erst klauen. Ach, der Heiler. Eure Wunden sind bereits verheilt. Die Götter seien gepriesen. Sei ja der vierten Ehe, oder? Seid ihr der Heiler des Dorfes? Das bin ich. Ich versorgte eure Wunden und hatte eigentlich schon alle Hoffnung aufgegeben. Doch offensichtlich hat Aquaria selbst über euch gewacht. Dann hat sie wohl eure Hand geführt. Wenn andere deine Hand führen, dann ist das ja kein Lob für dich. Ne? aber das, ja, das stimmt, das ist ein bisschen. Aber vielleicht ist er einfach so egozentrisch, das kann ja sein. Danke für das Lob, mein Herr. Als Heiler ist es meine Pflicht, Leben zu retten. Ich meine, er hat ja geholfen. Ja, ja, so will man ihn zugute halten, ne? Ja. Zum Glück hat unsere Chefin noch ein Ass im Ärmel. Mit dieser Dämonenjägerin haben wir gute Chancen zu gewinnen. Ja, und du machst hier Pause, oder wie ist denn da los? Verstehe ich jetzt nicht. Der ist ja geil drauf. Ja, ich überlege gerade mit unserer Dämonenjägerin. Welche Dämonenjägerin? Wer ist sie? So genau weiß das keiner, aber die Chefin vertraut ihr und das reicht mir schon. Seltsam, was führt eine Dämonenjägerin ausgerechnet hierher? Dämon vielleicht. Dorfältester, ihr müsst der Ritter des Ordens sein. Wie geht es euch? Den Umständen entsprechend. Verzeiht, wenn ich euch damit belästige, doch könnt ihr mir eine Frage beantworten. Was wollt ihr wissen? Ich frage mich, warum wir angegriffen werden. Ist es eine Strafe der Götter, weil ich lange Zeit die Pflege des Schreins vernachlässigt habe? Darauf weiß ich keine Antwort. Ich bin schließlich kein Priester. Oh, natürlich. Dann bleibt uns wohl nur für Seraphias Gnade zu beten, auf dass sie unsere Sünden vergebe. Da betet lieber dafür, dass Meridia die Verteidiger zum Erfolg, den Verteidigern zum Erfolg verhilft. Ja, so wäre richtig. Hausfrau, ich hätte nie gedacht, dass Dämonen hierher gelangen könnten. Bisher lebten wir unter dem Schutz der Götter. Sie haben sich doch nicht von uns abgewendet. Seid unbesorgt, die Götter werden den Feind schon in seine Schranken weisen. Auf Götter vertrauen ist immer so eine Sache. Ja. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Ich auch. Ja, immerhin ist er selbst skeptisch. Das ist so gut. Ja. Na ja, oder gerade sind ganzen Leute da weggeschlachtet worden. Tochter der Hausfrau, wir können uns glücklich schätzen, dass Saya mit ihren Söldnern hier ist. Sie tun wirklich ihr Bestes, um das Dorf zu verteidigen und uns in Sicherheit zu bringen. Die Söldnerführerin scheint ihrer Pflicht wirklich nachzukommen. Ist ja eigentlich ihre Pflicht, ist ja Söldner, wird ja bezahlt. Ne? Richtig, also Söldner, die also machen ja nur was gegen bezahlen und machen ja nichts umsonst. Ja, ist also ihr Job, nicht ihre Pflicht, aber ja. Söldnerführerin Shaya ist eine wirklich starke Frau. Nicht nur befehligt sie einen ganzen Haufen an Raufbolden, sondern sie bietet auch diesen fürchterlichen Dämonen die Stirn. Wir können darauf vertrauen, dass sie es schaffen wird. Alle sehr optimistisch. Wir werden schon sehen, was sie davon haben. Arad. Haut ja schon wieder Löcher in der Wand. Ob das so eine gute Idee war? Ich dachte, der ist halt mit dem Kopf auf den Kamin so bock. Danach ist die Hand gesehen. Ich darf jetzt nicht schwächeln. Die Söldner verlassen sich auf mich. Aber wir können die... Wie können wir dieses... Aber können wir dieses Dorf wirklich retten? Meine Güte. Zu spät. Ich wünschte... Also es ist zu spät, um noch zu lesen. Ich wünschte, Raidir wäre hier. Er wüsste bestimmt, was... Ein Ritter sollte selbst wissen, was zu tun ist. Wer seid ihr? Ich bin ein reisender Chronist. Ich wache für den Moment über diesen Ort. Ihr seid also ein reisender Söldner, der sich als Gelehrter verdingt? Sozusagen. Und was wollt ihr von mir? Deine Zweifel drohen, dich zu übermannen. Was erlaubt ihr euch? Ihr wisst doch gar nichts über mich. Für so etwas ist jetzt nicht die Zeit. Sieh dich um und begreife, was diesem Dorf bevorsteht. Bei den Göttern ist das etwa... Ja, das ist ein Portal. Es erlaubt den Dämonen, direkt nach Zetan zu gelangen. Du kannst Arad nur retten, wenn du etwas gegen dieses Portal unternimmst. Deshalb darfst du nicht zweifeln. Aber wie kann das Portal geschlossen werden? Nimm diese Laterne. Arkane Laterne. Die Laterne wird dich durch diese dunklen Zeiten führen und den Schrein der Einheit öffnen. Habt dann... Schrein der Einheit, war das der, in dem wir waren? Nee. Genau, doch, das ist der nördliche. Das war der Einheit, ja. Also gut, die Söldnertruppe und ich werden schon irgendwie eine Lösung finden.
passt so lange auf das Gasthaus auf. Natürlich. Ich weiß nicht, ob der was bekleistern kann hier. Da, ein Wasserfall. Mhm, genau. Kann ich da hin? Nee. Hier qualmt was. Ja, das kann ich aber nichts machen. Also seine Zigarette nie ausgemacht. Da kann ich nicht hin. Und die unten rum, ne? Dann musst du die Treppe runtergehen. Wie ein normaler Mensch. Scheiße. Normale Menschen. Nix. Von der Seite kommen? Ne. Das oben fast keine aufmachen. Ne, wahrscheinlich nicht. Katsching! 30 Cent, sehr schön, sehr schön. Muss ja nach Norden, ich gehe mal davon aus, dass Norden oben ist, ne? Aber gucken wir uns jetzt mal wieder um, bevor ich wieder hier eine ganze Ortshälfte gar nicht besuche. Ist das irgendwo schon mal passiert? Na, ich weiß nicht, glaube nicht. Verschlossen. Stimmt ja, die Bewohner sind geflohen. Und haben sogar noch abgeschlossen. Haben sie dann gedacht. Ja, sie wurden ja evakuiert. Da hat man ja vielleicht noch mal Zeit für sowas. Ja, sicher. Ich habe erst mal gedacht, es ist ein verschüttetes Haus und es ist der Schornstein. Aber es ist so ein Brunnen. Das sah im ersten Moment sah das aus wie ein Schornstein. Für mich. Super gut. Die Söldnerführerin erwartet mich im Norden des Dorfes, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich soll nach Norden gehen, ne? Ja, der lässt mich nicht nach unten gehen. Darfst wieder die zweite Hälfte des Dorfs nicht sehen, das ist zum Heulen immer. Die untere nicht. Cool. Da wollte ich nämlich gerade wissen, ob auf dem Schild was draufsteht auf dem Wegweiser. Südeingang, Fasshandel, Nordeingang. Das ist ganz gut. Oh, so ein Speicherding nehmen wir mal mit, wa? Plum, 2. Dass wir die Rüben zertrampeln, na, so kennen wir ihn. Guck mal, links ist ein Eingang. Darfst du jetzt nicht hin? Tja, ich will aber nicht kämpfen. Beim Kämpfen verletze ich mich nur wieder. Wieso gibt es ja eigentlich qualmende Löcher am Boden? Ich schätze mal, das sind Einschläge, die noch qualmen. Damit wäre der erste Faden also erneut verknüpft. So erneut. Nun zum zweiten. Eindeutig zu viel geraucht, der Mann. Verteidigt die Kutsche, lasst sie ja nicht näher dran, heran. Junge Mutter, was machst du denn? Komm sofort wieder her. Nein, ich werde dich beschützen, Mama. Doch nicht. Hilfe! Hier spielt die Musik. Den ersten oben rechts hat er den jetzt irgendwie auch getötet, weil der war einfach weg und da war der andere aber noch nicht da. Mit euch mache ich kurz einen Prozess. Kampfszenen. Jetzt geht los. Bestimme die Aktion deiner Charaktere im Kampf. Gefüllter Zeitbalken des Charakters. Ein Charakter mit gefüllten Zeitbalken ist am Zug. Okay. Eine offensive Aktion mit den Gegnern als Ziel. Eine defensive Aktion mit der Gruppe als Ziel. Zugriff auf das Inventar der Gruppe. Überspringt die Aktion und regeneriert etwas MP. Und kann eine Aktion ausführen. Achso, also ja, du musst so lesen. Also ist am Zug und kann eine Aktion ausführen. Genau. regeneriert MP, okay. Finde die Schwächen deiner Gegner, um dir den Sieg zu sichern. Schwach gegen physischen Angriff. Greif den Gegner mit seiner Schwäche an und verursache massiven Schaden. Kritischer Treffer, physischer Angriff. Okay, ich denke mal, dass die Schwächen dann im Kampf auftauchen. Genau, die tauchen auf, Verlauf in dem Moment, des Kampfes. Wo du mit dem richtigen Zustand sozusagen angreifst. Ne? Dann werden die aufgedeckt. Ja, und die sind anfällig gegen
Auf die Fresse sozusagen, also gegen Schnittattacken. Gegen auf die Fresse. Anfällig gegen auf die Fresse ist immer gut. Dann finishen wir den erstmal. Dann haben wir nämlich einen Gegner weniger, der uns angreifen kann. Du siehst also, der Zeitbalken, der füllt sich tatsächlich ziemlich schnell. Ja, wahrscheinlich, weil wir jetzt übermäßig stark sind im Vergleich, ne? Ja, auch, aber die sind ja tatsächlich, also es ist tatsächlich so, dass das Kampfsystem ziemlich schnell ist. Das ist also nicht wie in diesem typischen ATB-Kampfsystem, wo du stundenlang warten musst, bis so ein Balken mal aufgefüllt ist. Das ist nämlich oft die Schwäche von dem System. Dass du einfach viel zu lange wartest, bevor du mal was machen kannst. Achso, gar nicht, wann du wieder dran bist, sondern generell, bis die Animationen durch sind quasi, oder wie? Nee, schon bist du wieder dran bist, das meine ich schon damit. Das heißt, die Gegner greifen dann 16 Mal an in der Zeit, oder was, bis du mal wieder dran bist? Zum Beispiel, oder es passiert einfach eine ganze Weile gar nichts. Dass sich also die Kampfteilnehmer gegenüber stehen und es passiert einfach nichts, weil der Balken sich auf beiden Seiten gerade füllt, sozusagen. Das ist dann nicht so geil, aber hier ist es Gott sei Dank ziemlich gut gelöst, muss ich tatsächlich mal. Ja, Lanze für ATB. Geht relativ zügig, ja. EP halt 0, Klammer 15, 0 von 15 oder 15, ich hatte 0 und hab 15 dazu gekriegt, oder? Ich habe das jetzt selber schon gar nicht gesehen. Nee, siehst du jetzt oben, 0, Klammer auf 15. Heißt, ich hatte 0, hab 15, krieg 15 dazu, oder? Ja, mal drauf achten. Ja. Aber rechts stehen jetzt EP 15. Genau, nächste Stufe nochmal. Wahrscheinlich 0, die ich hatte, 15 kriege ich dazu. Und bei 26 steigst du oder brauchst du noch 26? Die nächste Stufe ist 26 und der rote Balken wird der Progress sein, bis ich die nächste Stufe erreiche. Du bist Stufe 1, steh ganz oben. Achso, nächste Stufe. Achso, 26 EP bis zur nächsten Stufe. Denke ich mal so, ne? Ja. Wenn ich aber 15 habe und 26 brauche, dann habe ich ja noch nicht die Hälfte. Da habe ich ja nur ein Drittel. Oder du brauchst 26, dann wärst du etwas über die Hälfte. Das käme schon hin. Oder es ist insgesamt 26, ja genau. Dann wäre es aber schöner, wenn da stehen würde 15 von 26 oder so. Das wäre ein bisschen eindeutiger. Ja. Oder nur die, die man noch braucht und nicht die, die man insgesamt braucht. Sklavenringe 3, Kraftwasser 2. Was ich mich jetzt nur wieder frage, wenn Sai der Protagonist ist, wieso spielen wir den jetzt nicht, sondern jemand anderen? Ist jemand verletzt? Meridia sei Dank, sind es nur leichte Verletzungen, bis auf die zwei Toten, die haben etwas weniger leichte Verletzungen. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten uns diese Imps bestimmt noch richtig übel zugesetzt. Gern geschehen. Und jetzt räumt den Weg frei und bringt endlich die Bewohner in Sicherheit. Sehr wohl, wir sind schon dabei. Meister, gib dich zu erkennen. Der wieder. Du hast mich bemerkt. Erstaunlich. Und wer bist du? Sagen wir, ich stehe auf deiner Seite. Uns beiden ist an Arads Rettung gelegen. Und deswegen hast du dich lieber gedrückt, anstatt bei der Verteidigung der Kutsche zu helfen? Ich empfand es nicht als nötig einzugreifen. Der feine Herr. Ja. Den kann ich mich identifizieren. Ich höre wohl nicht recht. Da hat ja selbst der kleine Junge da hinten mehr Rückgrat als du. Ja, siehst du auch, was er davon hat. Der ist auch fast die gleiche Frisur wie du, ne? Also das. Es mag harsch klingen, aber es steht mehr auf dem Spiel, als du ahnst. Ist dir das Licht am Himmel aufgefallen? Die Sonne? Klar, ich bin ja nicht blind. Dann solltest du vielleicht wissen, dass es durch Obscurus verursacht wurde. Was? Erzähl mir alles, was du darüber weißt. Selbstverständlich, deswegen bin ich hier. Aber wir dürfen das jetzt nicht erfahren. Nein. Das würde uns verunsichern. Teile davon würden uns verunsichern. Da werden wir also. Mal sehen, was für einen Plan sie haben. Hauptaufgabe aktualisiert. Ja, ich bin als Sai und laufe aus dem Ort raus und hätte erwartet, dass ich jetzt dann als Sai auf den Konvoi treffe. Und dann spiele ich plötzlich einen anderen. Ja, der Konvoi. Nicht wieder Sai. Der Konvoi war im Süden des Dorfs und du bist jetzt sozusagen im Norden. Das heißt, ist jetzt zeitgleich was im Süden passiert wie im Norden sozusagen. Woher weiß ich, dass es im Süden ist? Weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt zufällig. Deswegen. Ja. aktualisiert. Gibt's schön wäre da so eine kleine Einblendung gewesen, wie sowas wie so zur gleichen Zeit oder wie sowas, was da einmal kurz weiß, okay, Cut, wo haben wir es jetzt gerade? Ja. Und hilft den Söldnern im Kampf gegen Dämonen. Sehr schön. Das ist ja ganz einfach. Kann man so einen Freitagabend ja mal machen. Natürlich. Da seid ihr ja endlich, Herr Sai. Wir dachten schon, ihr würdet gar nicht mehr kommen.
Ja, ein bisschen länger gebraucht aber. Entschuldigt, was ist euer Plan? Wie ich euch schon erzählte, haben wir einen Widerstandsposten errichtet. Mein bisheriger Plan ist also die Verteidigung. Unsere Bogenschützen halten die Dämonen bisher auf Abstand, doch irgendwie schleichen sie sich immer wieder an uns vorbei. Und was unternimmt ihr dagegen? Ich habe eine Dämonenjägerin beauftragt, das Umland im Auge zu behalten und einzugreifen, wenn es nötig ist. Das wird die gewesen sein, die wir eben gespielt haben. Gehe ich mal jetzt davon aus. Eine Dämonenjägerin ganz alleine. Ihretwegen konnten wir so lange durchhalten. Die Ritter des Ordens könnten sicher noch so einiges von ihr lernen. Und wobei soll ich jetzt helfen? Ihr wisst, was beim Schrein vorgefallen ist. Was ist das für ein Licht, das aus dem Schrein dringt? Unseren Speeren zufolge sind die Dämonen nämlich damit beschäftigt, dort ihr Feldlager zu errichten. Oh, bei diesem Licht handelt es sich um ein Portal. Es hat den Dämonen erlaubt, direkt nach Zetan zu gelangen. So konnten sie auch meine Truppe überrumpeln. Dann können sie darüber sicher auch Vorräte und weitere Truppen herbeiholen. Großartig, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Ach, schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer. Das ist in der Tat eine Wahrheit. Haltet sie auf! Ist ja gerade vom Himmel gefallen, der untere. Die sind beide runtergeschwebt, so gelandet, so. Ich fühle mich immer noch wackelig auf den Beinen. Egal, ich muss nur auf meine Haltung achten, damit sie mich nicht überrumpeln können. Durch den Einsatz von Aktionen kann sich sein in verschiedene Haltungen versetzen. Schwerthaltung, Schildhaltung. Schwert, Impuls, Schild, Schutz. Also Angriff und Verteidigung. Die Schwerthaltung setzt auf Angriff statt Verteidigung. In der Schwerthaltung werden Seis offensive Statuswert erhöht und seine defensiven gesenkt. Befindet sich Sei in der Schwerthaltung, Schaden am Gegner wird erhöht, Schutz und Resistenz werden gesenkt. Schildschläge versetzen das Ziel zusätzlich in betäubt oder starr. Die Schildhaltung setzt auf Verteidigung statt Angriff. In der Schildhaltung werden Seis defensive Statuswert erhöht und seine Offensiven gesenkt. Angriff wird gesenkt, Schutz und Resistenz werden erhöht. Aktionen vom Typ Schwert, Kraftklinge, Kraftimpuls zum Beispiel wirken auf alle Gegner. Wow. Moment, das ist dann quasi ein Gruppenangriff. Dann wird mein Schwertangriff wird zu einem Gruppenangriff. Ja, so liest sich das jetzt, ne? Ja. Wenn du in der Schildhaltung bist, dafür machst du dann aber auch weniger Schaden, weil du halt weniger Angriff hast. Weil es sich halt auf mehrere verteilt, ja. Also Schwert wäre jetzt ein normaler Angriff. Schwert und Impuls. Ist das dann impulsstärkerer Angriff als, weiß man nicht? Weiß ich ja nicht. Du kannst da drauf gehen, kannst jederzeit zurückgehen. Das ist eigentlich kein Problem. Schild und Schutz. Bei Schutz machst du wahrscheinlich eine Verteidigung. Greift den Gegner an und wechselt in Schwerthaltung. Greift einen Gegner an und wechselt in Schwerthaltung. Okay, das kostet aber MP. Das macht also noch irgendwas anderes. Ja. Das andere kostet keine MP. Ah, guck mal, das ist ein anderes Element. Oben in der Infoleiste siehst du ein Icon. Das ist jetzt zum Beispiel das Hau drauf-Symbol. Ah, das ist ja der physische Angriff und das ist der magische Fern- und Warp-Angriff mit irgendeinem Raumzeitverzerrungsfeld. Betäubt den Gegner und wechselt in Schildhaltung. Schaden um 50% reduziert, wechselt in Schildhaltung. Drei Aktionen Ruhezeit. Okay. Habe ich drei Runden das nicht dran, oder wie? Da setze ich drei Runden aus, oder wie? Das klingt. Ah, nee, so. Drei Runden Ruhezeit heißt wahrscheinlich Abklingzeit. Ich kann es drei Runden lang nicht erneut benutzen. Cooldown. Also ja, Cooldown. Cooldown, ja. Da wir jetzt hier bei den ersten Kämpfen sind, würde ich jetzt einfach mal rumprobieren. Wird jetzt nicht so wild sein. Ja, machen wir einmal einen Standardangriff und dann. Dafür sind die auch anfällig. Die haben ja das Symbol da unter ihrer HP. Ja, richtig, stimmt. Das haben sie ja schon. Das Spiel merkt sich das also. Was mir aber gerade aufgefallen ist, dass die nicht bei allen Gegnern aufgedeckt wurden. Wir haben vorhin gegen drei Sophia gekämpft. Und dann hatte man einmal die Anfälligkeit aufgedeckt, aber nur bei einem Gegner, nicht bei allen. Stimmt, die sind eigentlich vom gleichen Typ gewesen, ne? Dann hätten sie eigentlich alle aufgedeckt werden müssen. Das geht da oben so schnell mit der Zahl, das kann ich sehen, konnte jetzt. Jetzt steht aber wieder da, EP erhalten 0, Klammer 10, ne? Mhm. Und rechts steht wieder EP 10, also habe ich wahrscheinlich jetzt 10 EP dazu bekommen, aber wieso dann die 0 oben? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil das wahrscheinlich runterrechnet. Das rechnet runter und der Balken rechts geht hoch.
Nee, der rechts geht runter. Der war nämlich vorhin über der Hälfte und jetzt ist er unter der Hälfte. Ja, vorhin hast du eine andere Figur gehabt. Jetzt ist Sai drin. Oh, richtig. Ja, mein Fehler. Stimmt, der hat ja der hat ja auch noch keine EP gehabt, weil er war ja noch nichts gemacht. Genau. Richtig. Macht Sinn. Wir schaffen das schon. Das Hin- und Herwechsel der Charaktere überfordert mich an einem Freitagabend um 36.84 Uhr oder wie spät es jetzt ist. 22.50. Ist jemand verletzt? Nur ein paar Kratzer. Wie geht es euch? Und was ist mit den Toten da? Die... Ist auch mal krass, einer verletzt. Oh, nö, ich hab nix. Dabei liegen da 16 Leichen um die Ecke. Mir geht's gut, ja, also. Gleichfalls. Jetzt wird es langsam echt brenzlig. Wenn uns die Dämonen so nahe kommen können, heißt das, dass sie von der Jägerin alleine nicht mehr in Schach gehalten werden können. Sieht zumindest danach aus. Wir müssen handeln. Dann lasst uns unsere Verteidigung verstärken. Soll sich der Feind seine Zähne an uns ausbeißen, bis die Ordenstruppen eingetroffen sind. So viel Zeit bleibt uns aber nicht. Ich fürchte, dass wir in die Offensive gehen müssen, um Arad zu retten. Ja, wenn die sich erstmal eingeigelt haben in ihrem Nest da oben, dann ist das vielleicht auch nicht mehr so geil. In die Offensive, die Dämonen haben sich da oben regelrecht eingegraben und wir haben nicht die Mittel für eine Belagerung. Aber jetzt ist dann schon schwer. Aber sie haben ja eben noch gesagt, dass das noch nicht fertig ist, ne? Dass sie ihr Camp gerade aufbauen. Also die Chancen sind jetzt wahrscheinlich noch besser als später. Die sind aber ja trotzdem im Highground, ne? Die sind ja irgendwo oben am Berg. Da haben sie natürlich einen Vorteil. Ja, es ging ja die Treppe hoch, den Hügel da, ja. Ist vielleicht gar nicht nötig. Wie meint ihr das? Der Feind konnte eure Verteidigung seit 3 Tagen nicht überwinden, also haben sie im Moment wohl auch kein Belagerungsgerät. Wenn wir das Lager jetzt angreifen, können wir sie vielleicht überraschend in die Flucht schlagen. Ja, wobei... Belagerungsgerät sind halt Angriffswaffen, ne? Die bringen ihnen jetzt nichts in der Verteidigung gegen unseren Angriff, aber vielleicht haben sie Verteidigungsoption? Möglich. Weil ein Belagerungsgerät ist ja nicht, bringt ihnen ja nichts, wenn sie sich gegen unseren Angriff verteidigen, ne? Nee, das ist richtig. Wissen die Dämonen über mich Bescheid? Wir haben euch gefunden, kurz bevor es zu den ersten Kampfhandlungen kam. Sie dürfen also nicht wissen, dass ihr wieder auf den Beinen seid. Ja, da verstehe ich ja nicht, wieso der Oberdämon... dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil ich meinen Namen nicht merken kann. Legashi war das. Genau. Warum ihn nicht gleich einfach alle gefinisht hat, sondern ihn mit oder Radia ihn hat wegbringen lassen. Wenn du mich nicht hättest, du. Alter, ich habe echt Namen, ging gar nicht. jetzt verstehe ich. Aber das ist sehr riskant. Herr Sai, wovon sprecht ihr? Das wüssten wir auch gerne. Ich werde den Gegenangriff anführen. Das ist übrigens, dass sie jetzt immer Herr Sai sagt, was ich auch in Filmen oder so ein bisschen merkwürdig finde in Dialogen, ist, dass Leute sich dauernd mit ihrem Namen anreden, was ja im normalen Gespräch auch nicht passiert, ne? Ich rede dich jetzt auch nicht dauernd mit dem Namen an, wenn wir miteinander reden, weil wenn du vor mir stehst, gibt es da keinen Grund dafür. Das ist aber in Filmen auch immer oft, dass es dann immer irgendwie, weißt du, wenn sich zwei treffen, die sich kennen, und dann irgendwie sagen, hallo, Björn. Ja, anstatt einfach nur hallo, wie zwei Leute, die sich kennen, halt, ich sage ja nicht den Namen unbedingt immer von Leuten, die mir begegnen, die ich kenne, ja. Ja, das stimmt. Außer sie sind ein Stück weiter weg und ich will ihnen klar machen, dass ich sie meine. Ja? Also quasi sie anrufen. Also, das ist vielleicht so eine. Das könnte vielleicht eine Form der Höflichkeit sein, dass man ihn jetzt so. Also eher so ein Hauptmann ist oder so. Ja, aber nicht ihr. Also es ist ja nicht ihr kommandierender Offizier oder so, ne? Und wenn, dann würde sie ihn auch eher mit dem Titel ansprechen. Das wäre ein Hauptmann Zai. Irgendwie sowas so, ne? Das wäre dann. Ja. Gute Frage. Aber auch nur, wenn sie in der gleichen, wenn sie irgendwie hierarchisch in der gleichen Struktur sind. Aber sie ist ja die Anführerin von einer ganz anderen Truppe. Ja. Also wenn sie jetzt im Orden wäre oder so, vielleicht, aber... Die Dämonen gehen sicher davon aus, dass sie den Ordenstrupp komplett ausgelöscht haben. Sie werden nicht mit Herrn Sais Anwesenheit rechnen. Sie ist sowieso sehr höflich für eine Söldnerin, ne? Ja. In dem Kontext zum Beispiel macht Sinn, weil jetzt spricht sie mit einem anderen über ihn. Da macht Sinn, den Namen zu sagen, damit der andere weiß, wer gemeint ist. Das bietet sich auch an, wenn Dialoge so kreuz und quer laufen, dass man das macht. Klar, ja. Ne? Das stört es auch nicht so, auch wenn es vielleicht in der Realität nicht unbedingt so gemacht werden würde, weil die Person daneben steht und man zeigt dann drauf oder so, aber dann macht es hier Sinn. Ja, aber man hält auch Augenkontakt und so, es geht hier aber schwer zu zeigen. Wenn ich jemandem direkt rede, dann sage ich nicht dauernd seinen Namen eigentlich. Aber das ist in Filmen auch ganz oft, das ist, weiß ich auch nicht. Wobei in Filmen ist es vielleicht noch eher nötig, damit der Zuschauer den Namen begreift. Hier steht der Name ja dabei von den Leuten, die reden, also nicht unbedingt nötig vielleicht. So ist der Überraschungseffekt auf unserer Seite. Aber was ist mit dem Portal? Könnt ihr es schließen? Ich habe die Laterne. Ich werde einen Weg finden. Green Lantern. Mein Wort, dass ich den Angriff auf Arad ein Ende setzen werde. Ich glaube, die war nicht grün, aber wir können ja nochmal ins Inventar gucken.
Dann werde ich euch mit unseren besten Männern zur Seite stehen, Herr. Sagst du nicht Seite, sagst du nur Herr. Das ist ein anderer. Ah, okay. Das ist zum Beispiel Herr, ohne den Namen, ist vielleicht tatsächlich so eine Art wie Lord oder, weißt du, so eine, ja, Herr, du bist hier, der, du stehst über mir, ne? Genau. Ich sorge dafür, dass unsere Bogenschützen euch allen Rückendeckung geben. Versammel bitte deinen Trupp, damit wir loslegen können. Sogar wenn sie Befehle gibt, sagt sie bitte, das ist schon... Sehr höflich. Für eine Söldneranführerin. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte nochmal zurückgehen? Ich möchte in den Kopf schießen, das wäre sehr freundlich. Würden Sie bitte diesen Bastard köpfen? Vielen Dank. Sprecht mit ihm, wenn ihr soweit seid. Ja, alle unsere Hoffnungen ruht nun auf euch. Oh Gott, gebt mir Kraft, damit ich der Hoffnung dieser Menschen gerecht werden kann. Die können dir jetzt auch nicht mehr helfen, du hast dich selber da reingeredet. Das verstehe ich generell aber nicht bei so Ordensdinger. Weißt du, die führen da Kriege und verlieren öfter mal Schlachten und haben trotzdem immer noch Vertrauen in die Götter, ne? Wo ich sage, ja, irgendwann wird es auch mal reichen. Wie ich sage, wenn wir dauernd auf die Fresse kriegen, dann werde ich vielleicht doch irgendwann mal Zweifel. Genau, jetzt wollte ich gucken in die Ausrüstung, ob die Laterne grün ist, aber das ist sie mit Sicherheit nicht. Die ist, glaube ich, in den Items, nicht bei der Ausrüstung. Das ist korrekt. Inventar. Komm schon nicht. Beutegut, Waffen, Rüstung, kostbares. Kostbares. Keine Latte, ist blau. Blue Lantern. Ja. Korrekt. Oh, wir haben eine Monsterfibel. Ein Buch, in dem alle besiegten Gegner notiert sind. Der Imp. Ah, hier, der Warpnebel ist halbiert und der Hau drauf Angriff ist effektiv. Was immer auch der Warpnebel ist. Was es bedeutet. Aber gut, man kann sich an den Icons orientieren, ist ja egal, was sie machen. Dann war das tatsächlich am Anfang wahrscheinlich ein Fehler, dass nicht alle aufgedeckt worden sind, obwohl sie vom gleichen Typ waren. Ja, richtig. Dann nur der Angegriffene. Ne? 65 Gegner kann man bisher aufdecken. Steht oben. Ah, einer von 65. Vervollständigt 1%. Da war doch noch was anderes. Ja, richtig, das war durch das Buch. Ah, da kannst du diese ganzen Tutorials nochmal lesen. Ah, okay, ist auch nicht verkehrt. Wie viel EP hatten wir gekriegt im Kampf? 10, oder? 10, genau. Jetzt steht ja Stufe 1. Und jetzt aber steht dann da noch. Kann es natürlich heißen, dass noch 16 brauchen. Vorhin stand da auch 26. Wir haben 10 bekommen. Ja. Also ist es dann wirklich, schreib es dann wirklich, ey, Sorata, wenn du es siehst, schreib echt lieber EP von Maximum. Das wäre, glaube ich, besser. Das liest sich sonst echt kompliziert. Ja, oder irgendwas von wegen. Ja, so Detailscheiß an. Irgendwas muss man sich hochgeilen, ne? Ja. Man sonst nichts findet. ja, oder so. Noch 16 bis zum Level up oder so, oder. Wüsste jetzt auch nicht, wie man es auf die Schnelle mit ein paar Zeichen visualisiert oder so. Weil die 16 ist rot, aber der Balken fängt. Ich würde vielleicht den roten Balken ans rechte Ende setzen, quasi. Das ist, was noch übrig ist, weil üblicherweise fängt man ja an, so in unserem Kulturkreis von links zu lesen. Ne? Das heißt, wenn ich den Balken so sehe, dann würde ich erwarten, dass die 16 sind die, die ich habe. Und der Rest fehlt, ja, genau. Bis es voll ist. Und das ist ja gerade nicht so. Wenn allerdings der rote Balken rechts wäre, dann würde ich automatisch visuell sagen, okay, es fehlen noch 16 und da die Zahl auch rot ist, weiß ich, dass noch 16 fehlen. Es wird gerne in Spielen so gemacht, dass zum Beispiel steht next 16, dann weiß Bescheid. Oder im Deutschen könnte man mit noch 16 oder... Ja, aber wenn der rote Balken einfach rechts wäre statt links, dann wäre das auch schon so, weil dann würde ich sagen, das Graue ist das, was ich habe und das Rote fehlt noch und die rote Zahl ist 16, also fehlen noch 16. Das wäre vielleicht auch leichter zu verstehen. Und in dem anderen Dialog ist es halt, weiß nicht, muss man nochmal gucken, habe jetzt nicht mehr so ganz vor Augen, wie der aussah, aber da ist auch vielleicht irgendwie ein bisschen optimieren. Aber dann ist es klar. Na gut, dann greifen wir die Dämonen an. Wollen wir Action sehen. Erstmal will ich die Leichen plündern, aber kann ich nicht hin. Schweine. Schüttel doch nur den Kopf. Was kann ich eigentlich? Wer ist denn er hier? Der Heiler wieder. Keine Sorge, Herr Ritter, die Wunden dieser beiden sind nicht schwerwiegend. Ich kann sie recht zügig verarzten. Ja, deswegen kann ich sie auch nicht beklauen, weil sie noch nicht tot sind. Aber der Gulasch da, das hat nichts dabei. An dem Gulasch komme ich aber nicht vorbei, ja. Doch, ja. Also ich kann nicht über den Gulasch drüber gehen. Aber das versaut auch die Schuhe. Hier gibt's auch nichts.
Kann ich eigentlich die Leitern hoch? Wahrscheinlich. Nee, kann ich nicht. Jetzt hast du viel erwartet. Unspielbar, 0 von 10. Dann kann ich vielleicht mit dem reden können, oder? Kaputtes Fass gibt's auch nicht. Oh, da leuchtet was. Ist das ein Sprungpunkt? Mhm. Ja. Die sehen hier so aus. Aber will ich da hochspringen? Muss ich mit denen reden? Da oben glitzert auch ein Item, sehe ich gerade. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich hier machen muss. Ja, ja, red mal mit denen. Ich soll ja angreifen, ne? Und die Bogenschützen geben mir Deckung. Was gibt es, Herr Sai? Ein Hinweis zum Angriff. Er braucht wohl ein bisschen Nachhilfe. Könnte man so sagen. Na, dann werde ich euch nochmal auf die Sprünge. Gibt es nochmal ein Tutorial? Ne, wenn ihr den Angriff gegen die Dämonen führt, sollten sie aus der Deckung kommen. Meine Bogenschützen machen dann kurz einen Prozess mit ihnen. Und damit dürfen wir den Feind bis zum Schrein der Einheit zurückbringen können. Ich hoffe nur, ihr habt dafür schon einen Plan. Nun, diese Dämonen sind durch ein Portal nach Arad gelangt. Der Schrein hilft mir vermutlich dabei, es zu schließen. Vermutlich? Das Portal hat sich in der Nähe des Schreins gebildet, also gibt es dort eine Verbindung. Ich muss nur noch herausfinden, welche das ist. Dann hoffen wir mal, dass die Götter euch wohlgesonnen sind, Hauptmann. Sagt sie der Hauptmann. Ja. Wenn sie ihn immer mit Hauptmann anreden würde, würde das irgendwie passen. Gibt es sonst noch etwas? Ja, dann wirst du wahrscheinlich die Sprungpunkte nehmen müssen, denke ich mal. Na sowas, ihr seid wohl ganz schön an ihr interessiert. Aber ich muss euch leider enttäuschen, sie hat nichts für Ritter übrig. Das hat er so bestimmt noch nicht gemeint. Das meinte ich das doch gar nicht. Ja, du vielleicht nicht. Ich mache doch nur ein Spießchen. Also, sie kam vor ein paar Wochen nach Arad und hilft uns seitdem, Monster vom Dorf fernzuhalten. Und jetzt kommen uns natürlich auch ihre Erfahrungen im Kampf gegen Dämonen zugute. Dann ist sie also eine fähige Kämpferin? Genau. Ich kann mich definitiv auf ihre Hilfe verlassen. Zurzeit ist das für mich alles, was zählt. Und das sollte es für euch auch sein. Okay. Gibt es sonst noch etwas? Was ich mich da gerade so ein bisschen frage, ist, wieso halt Söldnerin, ne? Wenn das jetzt irgendwie so eine Art Bürgerwehr wäre, dann würde es irgendwie mehr Sinn machen, dass denen auch irgendwie nicht am Arsch vorbeigeht, was mit dem Ort passiert, ne? Weil Söldner, im schlimmsten Fall würden die sie kriegen ihr Geld, im schlimmsten Fall haben sie abgemordet hin, ne? Die haben jetzt nicht so einen Stress damit, ne? Aber die scheint ja schon sehr tugendhaft hier zu sein, tatsächlich, ne? Das ist ja, was auch eher für Söldner ein bisschen untypisch ist, ne? Weil die kämpfen ja nicht immer nur auf der Seite der ethisch Korrekten oder so. Guck mal, da glitzert links wieder was auf der Wiese. So was Blaues. Ja, du musst doch alles. Wieso kann ich hier nicht lang gehen? Da sind Stacheln auf dem Boden. Da kann man nicht durchlaufen, tut man sich weh. Ja, aber ich meine, es ist ja kein Gebiet, was nicht zugänglich ist. Also. Weiß ich nicht, ob man das jetzt hier irgendwie sperren muss unbedingt. Lebenswasser. Wie ist eigentlich? Habe ich eigentlich irgendwie. Ne, ich habe volle LP. Sagen, ob ich irgendwie verletzt bin oder so. Wer jetzt gewesen? Du guckst sie weiter. Tschö. Ich habe gerade überlegt, wo ich bin. Gerard, der Söldner. Wie sieht's aus, Herr? Seid ihr bereit? Ich glaube. Wir meint, aber vergesst nicht, dass die Dämonen schon bald angreifen müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Ja, bla, mach keinen Stress. Ich habe ja alles schon. Ich kann mich ja nirgends mehr hin, sonst. Ich habe jetzt auch nichts mehr gesehen, wo noch was wäre, ehrlich gesagt. Dann machen wir mal Gulaschsuppe hier. Sonst hätte ich schon geschrien, glaub mal. Ja. Alter Schreihals. Wie sind wir aufgestellt? Diese Männer sind alles, was wir haben. Oh, es tut mir leid. Und dann sind da noch wir beide. Das wird riskant, aber wir haben keine andere Wahl. Konzentrieren wir uns erstmal auf die Eroberung eines feindlichen Wachpostens in der Nähe des Lagers. Einer befindet sich gleich nördlich von hier auf halbem Weg zum Schrein. Verstehe, wenn wir eure Truppe dorthin vorrücken lassen, wird es auch einfacher, die Dämonen mit der Verteidigung des Lagers zu beschäftigen. Genau. Das einzige Problem ist jetzt nur, wie wir den Feind aus der Deckung locken. Einen einfachen Hinterhalt werden sie sicher kommen sehen. Das ist doch ein schlechter Hinterhalt. Ich weiß ja nicht, wie viel Hirn so Dämonen haben, aber ich habe da eine Idee. The Brain. Brainiac. Verflucht, sie haben uns erwischt. Natürlich, dachtet ihr jämmerlichen Menschen etwa, dass wir diesen Angriff nicht bemerken würden? Los, Leute, wir zeigen denen jetzt mal, wie man das richtig macht. Ja! Das war jetzt ein guter Hinterhalt?
War halt ein Hinterhalt. Nein. Ja gut, sie haben sie angelockt und sind dann aus dem Busch gekommen. Ja, aber das ist Klassiker. Ja das, was ich als einfachen Hinterhalt bezeichnen würde, deswegen. Naja, einfacher muss nicht per se schlecht sein, ne? Gut und schlecht ist nicht einfach oder kompliziert. Ihr Hinterlistigen, das werdet ihr bereuen. Das bezweifle ich. Ich muss diese Gegner schnell ausschalten. Vielleicht sollte ich es mit einem Kraftimpuls versuchen. Wink, wink. Ich sehe nicht, was wir jetzt tun sollen. Ich glaube, wegrennen. Ja. Wegrennen kann ich, ich kann nur warten, aber es ist auch mit W. Ich habe nur gerade überlegt, weil hier bei dem hinteren ist jetzt halt die Fragezeichen überdeckt, aber wir sehen dann auch nicht, was ihre... Ich meine, ein Gruppenangriff macht natürlich Sinn, wenn er dann von... Wenn du jetzt zwei unterschiedliche Gegner hast und du machst einen Gruppenangriff und er kann dann gleichzeitig die Schwächen von beiden aufdecken oder so. Ja, aber wenn es der gleiche Gegner ist, dann müsste es ja trotzdem bei beiden aufgedeckt werden, weil es sind ja die gleichen Gegner. Ja, ja, das sowieso. Ja, jetzt müssten ja eigentlich die gleichen Schwächen auch beim anderen aufgedeckt werden, theoretisch. Ja, und ich frage mich gerade, war Impuls nicht Gruppenangriff? Nee, das war nur, wenn du eine Schildhaltung bist, dann ist ja ein Gruppenangriff. Ah, die Verteidigungsdinger waren Gruppenangriffe, genau. Genau. Ja, die verändern die, ja. Der ist für Magie empfänglich. Der mag Magie, ja, ganz dollig. Ja, ich tendiere eigentlich eher immer dazu, einen zu finishen, damit einer weniger angreifen kann. Das ist richtig so. Wir machen. Kommen wir gleich nochmal dran. Du bist gar nicht zur Ruhe hier, ne? Beispiel. Ja. Wir sind hier aber ziemlich. Jetzt werden sie aufgedeckter. Hätten eigentlich. Also ich weiß nicht, ob es manchmal gleiche geben kann, die unterschiedliche Dinge haben, aber eigentlich würde es keinen Sinn machen, weil die auch in der Beschreibung in der Fibel dann eigentlich ja zusammengehören. Ne? Ja, du weißt ja, wie so eine Monster-Datenbank aussieht, aus erster Hand sozusagen. Die sieht aus, wie immer du sie aussehen lassen willst. Ja, wenn es jetzt zwei verschiedene Monster-IDs sind, dann können es verschiedene Schwächen sein, sonst eigentlich nicht. Jo, chill. Ah, jetzt ist er auch ein bisschen langsamer hochgelaufen, jetzt hat man es ein bisschen gesehen, ist aber immer noch ziemlich schnell. Ja. So. Die Zahl hier oben... ist er nicht hin? Da? Da! Die hat runtergerechnet. Das hat man kurz gesehen. Deswegen steht die in Klammer dahinter, was du zusammenbekommen hast. Und die 0 ist sozusagen, da stand vorher die 18, die rechnet runter und die andere Zahl rechnet hoch. Ehrlich gesagt schön, aber kannst du auch einfach auf die 18 stehen lassen. Ich würde einfach EP erhalten, 18 hinschreiben, ja, dann weiß man, was los ist, weil die Visualisierung hier. Oder es müsste deutlich langsamer laufen, aber das kann dir dann vielleicht später, wenn du viele Kämpfe machst, immer wieder. Wenn es dann zu lange dauert, wieder auf den Sack gehen, dass du warten musst. Genau. Deswegen würde ich es einfach hinschreiben und die rechte... Und das rechte kann ja hochrechnen, der Ball. Also eben war es fast noch ein bisschen zu schnell, aber beim ersten Mal war es irgendwie so schnell, dass es irgendwie so gar nicht richtig auf dem Schirm hatte. Wobei jetzt, wo man weiß, dass es passiert und man vielleicht direkt hinguckt, müssen wir mal sehen, wie es dann ist. Ja,